Prädikate, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Also mach dir keine Sorgen, denn wir sind Kids von morgen. Was ist denn bitte wichtiger als ich? Ich hab da jemanden kennengelernt. Und den sehe ich jetzt gleich. Layla ist seit einiger Zeit verliebt und glücklich. Ah. Na, wer kann das erklären? Wieso muss ausgerechnet der Berger die Steine in Physik vertreten? Mania, du hast eine Idee? Ja, die Luft drückt den Ball nach oben und das Gewicht des Balls zieht ihn wieder runter. Und somit bleibt er irgendwo in der Mitte hängen. Und wie erklären wir das? Melina! Ich gehe davon aus, dass die Luft nah am Ball schneller an ihm vorbeiströmt als die weiter außen. Weil sie einen längeren Weg hat. Und in der Mitte bildet sich ein Unterdruck. Der hält den Ball fest. Sehr gut. Danke, Milena. Und diesen Effekt nennen wir nach seinem Entdecker den Bernoulli-Effekt. Einen Moment noch, Herrschaften. Setzt euch bitte nochmal hin. Es geht noch um einen anderen Ball. Wie ihr wisst, werden die besten Thüringer Schüler dieses Jahr mit einer Einladung zum Erfurter Opernball geehrt. Ich freue mich und bin stolz, dass dieses Jahr auch ein Einsteiner unter den Gewinnern ist, die morgen den Ball besuchen werden. Einmal auf so einen Ball gehen, das wäre ein Traum. Ja, der Ball ist schon morgen Abend. Meine Sekretärin Frau Müller, die leider seit über einer Woche krank ist, hat vergessen, mich zu informieren. Tja, und auf den Ball freuen kann sich jetzt... kleiner Scherz. Milena! Ich kann da nicht hingehen. Spinnst du? Ja, für so ein schickes Fest habe ich überhaupt nichts zum Anziehen. Nichts. Auch nichts. Und wenn ich doch das Beige aus der Boutique nehme, das wahrscheinlich meine Oma auf die Altkleidersammlung geschmissen hätte. Und wenn ich mein Kleid vom Tanzschulball anziehe? Milena, du gehst auf einen Opernball. Da brauchst du ein Ballkleid und kein Tanzschul-Dingsbums. Komm, wir klappern noch die Lehne Richtung Bahnhof ab. Kann ich nicht. Ich muss mir meinen Vater bringen zur Bank, bevor sie zumacht. Okay, ich komm mit. Vielleicht fällt uns unterwegs ja noch was Geniales ein. Ich glaube, ich spinne. Lassen. Genau, so ein Kleid habe ich gesucht. Und es kostet nur 59 Euro. Da siehst du. Ich probier's gleich mal an. Milena? Ja? Ich sag's ja nur ungern, aber ich sehe da noch eine 9. Wo? Oh. Auf dem Preisschild. Du meinst, das kostet... 599. Hm. Hast du sie deshalb verlassen? Deshalb? Ja, wegen ihrer HIV-Infektion. Quatsch. Vermisst du ihn noch manchmal? Keine Sekunde. Naja, wie auch immer. So ein Mädchen wie Kim findest du nicht so leicht wieder. Oh, da ist man hier. Hey. Lieb, dass du... Ich meine, dass ihr mich abholt. Warum seid ihr da nicht reingekommen? Ist doch saukalt. Also ich friere lieber, als sie beim Kloppen zuzusehen. Passiert doch nichts. Ich habe ja auch super dicke Boxhandschuhe an. Klar. Und wenn sie ihn demnächst beim Bund der Kriegsgebiete schicken, hat er bestimmt auch super dicke Boxhandschuhe an. Schon wieder der... Seit sie mit dem zusammen ist, taucht Layla immer wieder in ihr eigenes Universum ab. Sie ist eben verliebt. Sehen wir uns nach der Bandprobe in der Stadt? Würde mich freuen, ja. Also bis gleich. Hey, warte mal. Du bist doch jetzt mit meiner Schwester zusammen. Ja, was dagegen? Nee, gar nicht. Ich habe mich nur gefragt, vielleicht können wir ja mal alle was unternehmen. Zusammen. Kino oder so? Kino. Du, ganz ehrlich, Kino ist nicht so mein Ding.
Aber vielleicht treffen wir uns mal und quatschen ein bisschen. Okay, super. Morgen? Klar, warum nicht? Tschüss. Monier. Ey, du brauchst sie nicht einen auf großer Bruder machen. Man wird sich ja noch nett unterhalten dürfen. Du brauchst ihn nicht durchzuscannen. Das kann ich schon ganz alleine. Und falls du es genau wissen willst, ich bin froh, dass er für mich da ist. Ja? Ja, ich kann reden. Ja, ich glaube, ich habe sie bald soweit. Gut, bis denn. Und wenn ich eins im Internet ersteige, hast du es sicher nicht bis morgen. Und du kannst mir wirklich keins nähen. Bis morgen? Da kann ich den Ball wohl vergessen. Oder auf ein Wunder hoffen. 1200 Euro. So, das heißt, du hast 1200 Eumeln dabei. Ja, ich musste meinem Vater die Mietkaution für unsere neue Wohnung einzahlen. Warte mal. Hast du gerade was von einem Wunder erzählt? Da ist es. Du leistest dir das Geld für das Teil von der Mietkaution. Hast du einen Vollschaden? Weißt du, wie lange wir nach einer schöneren Wohnung gesucht haben? Wenn ich das Geld jetzt nicht einzahle, können wir die abhaken. Beruhig dich. Das Geld ist doch nur geliehen. Wir kaufen das Teil von vorhin und auf dem Weg erkläre ich dir alles. Hm? Von wegen, das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Komm, noch ein Stück. Ja, ja, jetzt. Und du glaubst wirklich, es funktioniert? Du hast die Verkäuferin doch extra gefragt, ob du es umtauschen darfst. Ja, aber... Du bringst es übermorgen zurück, kriegst die Kohle wieder, zahlst die Mietkaution und alle sind zufrieden. Ach, ich weiß nicht. Ist Emma da? Ich suche nämlich Justus. Wow. Bist du zur Prinzessin befördert worden? Wetten, du weißt nicht, wer heute Abend auch kommt? Wetten, ich weiß es in einer Sekunde. Nein! Doch! Ben wird auch kommen. Wenn du mir kein Autogramm mitbringst, rede ich kein Wort mehr mit dir. Ich in dem Kleid. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Was siehst du eigentlich dazu an? Dazu? Damit willst du Ben noch nicht auf den Füßen rumtrampeln. Hallo? Oh, Papa. Ach so, der Einzahlungsbeleg. Du, das weiß ich jetzt nicht genau, wo ich den hingelegt habe. Ja, na klar weiß ich, wie wichtig das ist. Ja, das Geld habe ich auch ganz sicher eingezahlt, ja. Okay, Papa, ich guck noch mal zu Hause nach. Tschüss, Papa. Leila. Du hast nicht zufällig Schuhe, die zu einem fliederfarbenen Kleid passen? Also so halbhoch am besten. Gibt's auch noch ein anderes Thema im Leben als eure Kleiderpipi-Nummer? Was hat die denn gebissen? Ich glaube, ich habe noch Schuhe für Milena. Probleme? Hoffentlich geht das alles gut. Klar. Hauptsache, du kriegst das perfekte Styling. Wie eine Prinzessin. Echt stark. So möchte ich auch mal aussehen. Also Ben wird echt tot umfallen, wenn er dich sieht. Jetzt hör doch auf. Wie ich es dir auch sage. Er wird auf dich zutreten. Aha. Sich verneigen. Darf ich bitten? Sehr gern. Wird seinen Arm um dich legen und einfach mit dir lostanzen. Hey.
warst übrigens die Einzige, die mir nicht auf die Füße getreten ist. Danke. Darf ich ein Autogramm haben? Klar. Für Coco. Hola. Schönen Abend. Tschüss. Ach. Danke für den Tanz. Der war ja süß. Der war ja süß. Was macht ihr überhaupt hier? Wir dachten uns, auch eine Ballkönigin braucht Groupies. Emma wollte auch mit. Aber die hatte schon eine Verabredung mit Monir. Wir sollen dir neidische Grüße ausrichten. Jetzt sag schon. Ich sag euch, es war einfach... Du musst uns alles erzählen. Haarklein. Unbedingt. Morgen, ja. Ich möchte erst mal das Kleid ausziehen, okay? Nix da. Coco fand, wir können ruhig noch ein bisschen mit dir angeben. Ich weiß nicht. Komm schon, einen kleinen Absacker. Nach so einem Abend? Ja, aber ich lade euch ein. Ja. Was ich noch nicht gecheckt habe, warum liegt dir so viel an MS-Patienten wie Leila? Du bist doch kein Arzt oder so. Meine Mutter ist an multipler Sklerose gestorben. Tut mir leid. Hat es damals schon Gruppen wie die von Lars gegeben? Können sie vielleicht noch leben? Was macht eure Gruppe denn? Wir wollen das Kranke sich nicht bloß an den Tropf von Medizinmännern hängen. Sondern was? Soll Leila ihre Mess etwas selbst kurieren? Dann hör doch erst mal zu. Ist gar nicht so selten, dass Kranke Placebos kriegen. So Medikamente ohne Wirkstoffe und trotzdem gesund werden. Weil sie die Selbstheilungskräfte fördern. Richtig. Du, ich weiß, Leila kommt im Moment ganz gut klar mit ihrer MS. Aber was ist mit den anderen, wenn die nicht so stark sind wie Leila? Für die wollen wir was tun und in Erfurt ein Selbsthilfezentrum aufbauen. Hm? So, was ist denn Leila los? Morgen früh raus. Schön, dass wir uns endlich kennengelernt haben. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Ach komm, der ist doch echt okay. Dass Leila noch ihre Medikamente wegen ihm absetzt. Wird sie schon nicht. Wollen wir? Hey, guck mal. Hey. Hallo. Boah, das ist so krass. Er hat so gut gerochen. Wer? Etwa Ben? Mhm. Was sie alle nur an dem findet. Ist da etwa jemand eifersüchtig? Was macht ihr denn hier? Das gleiche könnten wir euch fragen, Cinderella. Oder bist du jetzt Bens Kate? Guck mal, Milena hat sogar ein Foto mit ihm. Zeig. Scheiße. Kein Stress, ich hab's gleich. Nicht reiben, nur tupfen. Soll ich mal? Nein. Hör doch auf damit, ihr macht's ja nur noch schlimmer. Vielleicht, wenn Milena den Fleck beim Zurückgeben irgendwie zuhält? Sag mal, hast du nicht noch die Hälfte von der Kaution übrig? Hm. Wir kaufen das Kleid einfach nochmal. Hast du was genommen? Kapiert ihr es nicht? Wenn wir das Kleid nochmal kaufen, können wir es statt dem hier zurückgeben und kriegen dafür das Geld zurück. Für das Neue haben wir dann ein Umtauschrecht von 2 Wochen. Und in der Zeit können wir die fehlenden 600 Euro alle zusammen auftreiben. 600 Euro in 2 Wochen? Naja, wenn wir alle helfen. Hm? Und wenn wir es dann nochmal zurücktauschen. Und die Kaution? Selbst wenn wir die 600 Euro zusammenkriegen. Die Wohnung wird in 2 Wochen bestimmt weg sein. Mein Vater war so stolz auf mich, dass ich auf den Ball gehen durfte. Und wie bringe ich ihm das jetzt bei? Tut mir leid, aber der Fleck ist nicht rausgegangen. Danke. Zeig mal. Leider ist es uns nicht gelungen, den Fleck aus dem von Ihnen abgegebenen Kleidungsstück zu entfernen. Puh, und jetzt stinkt's auch noch nach Benzin. Naja, wenigstens musstest du nichts bezahlen. Gib's mal her, ich habe eine Idee. Kann man sich gegen deine Ideen auch versichern? Ich gehe in den Laden, greife mir das gleiche Kleid vom Ständer und tausche es gegen das hier in der Umkleidekabine aus. Das Kleid mit dem Fleck hänge ich dann auf den Ständer zurück und du kannst das Neue mit dem Bon zurückgeben.
Ist ja schließlich kein Fleck drauf. Ja, aber ist das dann nicht irgendwie Diebstahl? Ich glaube ja nichts, ich tausche ja nur aus. Trotzdem. Willst du deinem Vater lieber sagen, dass er die neue Wohnung abhaken kann? Hm? Und? Ausverkauft. Das ist ein echtes Modellkleid. Die hat nur noch zwei Stück davon. Warte mal, da hing dann noch eins im Schaufenster. Das war das zweite. Mein Vater killt mich. Weißt du was? Wir waschen das Teil jetzt einfach so lange, bis der verdammte Fleck raus ist. Coco, das Teil ist so empfindlich, das kann man nicht einfach waschen. Was sollen wir denn sonst machen? Wir können es doch wenigstens mal probieren. Ich habe da mal sowas im Fernsehen gesehen, über so ein Wunderwaschmittel. Stand da oben in der Ecke vielleicht Dauerwerbesendung. Heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem funktioniert. Klar, heißt ja nicht, dass es den Osterhasen nicht trotzdem gibt. Die haben da so ein Stück Teppich extra dreckig gemacht. Coco, ich kann kein Kleid zurückgeben, das ich schon mal gewaschen habe. Checkst du das nicht? Wie lange muss es noch? Also auf der Packung steht, entfernt bei gründlichem Einweichen jeden Fleck. Und wie lang ist gründlich? Vielleicht kann man schon was erkennen. Naja, sieht fast ein bisschen rosa aus. Rosa? Na, der Schaum, guck doch mal. Stimmt. Ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Wieso? Na, weil der Fleck rot war. Und wenn er sich löst? Hab ich's dir nicht gesagt? Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Wollen wir es mal rausholen? Ja. Nein. Okay, aber ich guck's mir lieber nicht an. Und? Könnt ihr was erkennen? Ja. Ist der Fleck raus? Naja, der Fleck ist schon deutlich weniger geworden. Der ist wirklich fast gar nicht mehr zu erkennen. Ihr klingt aber komisch. Ja, das Kleid, es ist irgendwie... Irgendwie was? Irgendwie anders? Anders? Ende Gelände. Mehr haben wir nicht. Macht 137,85 €. Das reicht ja schon für eine Zugfahrkarte nach Timbuktu. Ja, dort kann mir mein Vater nicht den Hals umdrehen. Hi. Ich habe noch knapp 16 € gefunden. Wahnsinn. Hilft das? Nee. Super. Verstehe. Du hast nicht zufällig eine Idee, wie wir noch 450 € auftreiben können? Lotto? Ihr seid lieb, danke. Aber ich muss meinem Vater jetzt die Wahrheit sagen. Wenn wir nicht bald die Kaution einzahlen, dann ist die Wohnung ganz sicher weg. Vielleicht kann sich dein Vater ja irgendwo das Geld leihen. Ist das Kleid denn überhaupt nichts mehr wert? Vielleicht gibt's ja auch für Kleider Abwrackprämien. Ich meine, vielleicht kann man es ja im Internet versteigern. Einen verfärbten Fummel mit einem Fleck. Aber es ist doch bald Karneval. Und irgendwie sieht das Kleid doch jetzt auch ganz flippig aus. Aber noch nicht flippig genug. Wenn ich mich gleich dran setze, dann können wir es heute Abend noch ins Internet stellen. Coco, das hatte alles überhaupt gar keinen Sinn. Gib's doch mir. Ach, was soll's. Papa hat Spätschicht. Also ich würde am liebsten den Film über diese Familie gucken, die im Sechstagekrieg auseinandergerissen wurde. Ist eine wahre Geschichte. Nicht schon wieder. Ja, aber für deine Actionfilme fehlt mir echt der Nerv. Gut, dann eben die Komödie in Kino 2. Da haben wir wenigstens beide keinen Bock drauf. Wir könnten ja leider mitnehmen. Gute Idee. Und nachher würde ich sie an deiner Stelle noch in Handschellen legen.
Naja, eine Wanze und eine elektronische Fußfessel tut's auch. Hallo, hast du mir nicht mal gepredigt, ich soll meine Brüder in Ruhe ihr eigenes Ding machen lassen und sie nicht ständig kontrollieren, hm? Na? Tee? Nee, danke, du. Ich muss los. Du kannst ja nochmal alles in Ruhe durchlesen, ne? Hier. Muss ich eigentlich gar nicht. Ich find's auch so schon toll, was ihr mit eurem Selbsthilfezentrum vorhabt. Danke. Blöd ist nur, dass uns langsam die Kohle fürs Projekt ausgeht. Sag mal, oh, du hast Besuch. Ich wollte sowieso gerade gehen. Also dann, also guten Tag und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Den Weg finde ich alleine raus. Okay. Ja. Ganz netter Junge. Finde ich auch. Tschüss. Ja. Ja, und woher kennt ihr euch? Papa. Ja? Geht das eigentlich irgendwie, dass ich mir Mamas Erbe jetzt schon auszahlen lasse? Na los, Prinzessin, jetzt noch mal ein bisschen mehr Eleganz, hm? Dreh dich mal. Och, Milena, das Kleid ist für den Karneval und nicht für die Beerdigung. Die Präsentation ist wichtiger als die Ware, hm? Aber das bringt doch alles nichts. Was haltet ihr da? Hier steigern Sie auf einen einzigartigen und ausgeflippten Fummel, mit dem Sie Star auf jeder Karnevalsparty werden. Hm? Hast du was Besseres als Fummel? Hm? Magda, jetzt geh mal ein Stückchen aus dem Bild. Lächeln. Oh. Originelles Teil. Mhm. Das könnte Vivien auch gefallen. Wo habt ihr das denn her? Ist ein Einzelstück. Schade. Ist es denn verkäuflich? Ja, wieso? Naja, das Kleid, das ich Vivien aus New York mitgebracht hatte, das hat sie, das ist leider kaputt gegangen. Wie viel wollt ihr denn dafür haben? So 600 bis 700 Euro? 700. Mein letztes Wort. Ist das okay für dich? Ich denke, wir sind im Geschäft. Schön. Geh ich mal schnell zur Bank. Ihr sagt Vivien nichts. Ich will sie überraschen. Jetzt haben wir nur noch ein Problem, Mädels. Was machen wir denn mit den 100 Euro extra? Mädelsabend? Mädelsabend! Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Denn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.